Ja, lass uns anfangen mit der Roomtour von Jonas. Ich bin mal gespannt, wie seine Wohnung aussieht, Alter. Bin ich ehrlich gespannt tatsächlich. Ich hoffe mal, das passt hier soundmäßig alles soweit. Wenn es hier irgendwie was gibt, zu laut, zu leise oder so, schreibt mir das gerne. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Was soll dieses Intro? Ich verstehe es jetzt an der Stelle hier nicht. Bisschen übersteuert gerade gewesen, oder? Ach, das ist eine Überraschung. Na komm rein. Ich hätte echt nicht gerechnet, dass du das... Eddie, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Dass du jetzt schon da bist, aber wenn du schon mal hier bist, kann ich dir eigentlich mal die Wohnung zeigen, oder? Laut? War das zu laut? Jonas ist zu laut, oder wie? Jonas ist zu laut, dann mache ich ihn ein bisschen leiser, Leute. Warte mal. Stell das mal ganz kurz hier richtig ein. Du musst nicht antworten. Ja, Leute, ich habe gedacht... Ja, Jonas ist ein bisschen zu laut, habt ihr recht. Mach Jonas mal ein bisschen leiser. Sag mir mal, wie gesagt, ist alles noch sehr provisorisch hier. Bitty Chai, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Level 3 Hype Train, Leute. Macht voll das Ding, ganz wichtig. So, ist so besser? Wenn ich hier diesen Jonas Private Channel so ein bisschen wiederbelebe, weil ich gehe mal genau unter das Licht so, dann dachte ich, mache ich es, wie ich diesen Kanal damals gestartet habe, in meiner alten Wohnung, damals auch im Wedding, anderer Bezirk von Berlin, habe ich eine Roomtour gemacht von meiner alten Wohnung und jetzt wohne ich mittlerweile seit, wie lange wohne ich, 2 Jahre hier. Und ah, ja. Ich muss jetzt mal eine neue Roomtour machen, ein Update über die Wohnung, wie es hier aussieht. Ich dachte, ich zeige euch das Ganze mal. Direkt. Ich finde generell Roomtouren und sowas immer sau nice von Leuten, weil man einen ganz guten, also ich sag's selber immer, ja, wenn jemand seine Wohnung geschmackvoll eingerichtet hat, dann kann man davon ausgehen, dass es auch ein Mensch ist mit Geschmack. Absolut, absolut geiles Statement, wirklich. Nee, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also das ist, ich finde es immer sehr interessant zu schauen, wie verschiedene Leute leben und so. Und ich finde es immer saugeil zu gucken, wer was in seine Wohnung reingepackt hat und so. Und ganz ehrlich, Leute, man geht auch immer mit so einer gewissen Misconception ran. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat immer zuerst so im Kopf so, oh fuck, erste Wohnung, muss ich da jetzt fett Geld für ausgeben? Man muss nicht krank viel Geld ausgeben für eine gut eingerichtete Wohnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann es auch schön machen und sich da einfach Gedanken zu machen. Und auch bei Ikea findet man geile Sachen. Ne? Da sieht sie zwar aus wie jede andere Wohnung, aber es geht auch tatsächlich, ja. Grüße an der Stelle an Vitichai, Leute. Ey, noch eins habt, dann haben wir einen Hype-Train auf Level 3. Let's go, was soll denn das hier? Wieso diskutieren wir hier? Einfach lassen wir weitergucken. Denk mal vorneweg, ich bin ursprünglich mit einer anderen Person zusammen hier eingezogen. Die wohnt nicht mehr hier. Ah, die Ex-Freundin, naja. Heißt, ich habe mir also nicht alleine ausgesucht, in diesem Single-Haushalt so eine riesige Wohnung hier zu beziehen. Also die war schon eigentlich zu groß Flex, für zwei Flex. Leute. Alleine ist es einfach geisteskrank zu groß, so das werdet ihr gleich selber sehen. Trotzdem, ich fühle mich hier sehr wohl. Kann man halt geile Gangbang-Partys und so machen. Ich fühle das schon. Okay. Das ist der Flug. Lenny, Digga, dankeschön für deinen zweiten Resub. Moin, Meister Lenny. Moin zurück an der Stelle. Dankeschön, Leute. Level 3 ist gestartet. Rein in den scheiß Hype-Train. Nur der Eingangsbereich, ehrlich gesagt, also das ist sogar fast so ein Bereich, wo ich immer so ein bisschen denke, so ein bisschen unangenehm. Weil zum Beispiel diese Schuhe, man denkt erstmal so, es wäre so voll der Flex mit so voll vielen Schuhen. Aber eigentlich sind das so alte, dreckige. Man sieht's voll, Digga. Das ist eine richtige Randschuhe, eine richtige Muchschuhe. Und echt günstige Schuhe. Also ich habe keine krasse Sneaker-Sammlung, sondern es sind einfach nur, ja. Hier bin ich am stolzesten drauf. Das ist richtig schöne Dekoration. Das ist so ein Schlüsselbehälter, wo man Schlüssel reinmachen kann. Da sammelt sie natürlich auch derzeit jede Menge Scheiße. Da schmeißt man nur Müll rein. Das ist, man denkt immer, das ist so geil, aber schmeißt wirklich nur Müll da rein. Aber hier sind Kerzen und wenn ich ein Event schmeiße hier in der Wohnung, dann brennen die tatsächlich auch. Also ich bin so ein Mensch, ich mache die dann auch an ab und zu. Krass. Okay. Man kann sehen hier vorne, also hier diese Dinger benutze ich nie. Diese existieren einfach, aber ich wüsste nicht, warum irgendein Mensch... Wer ist das? Oh mein Gott, Jonas neue Freundin, Leak. Also es bringt halt auch nichts. Man kann es halt, man kann eine immer noch sehen. So, es ergibt keinen Sinn. Vor allen Dingen berührt dieses Ding doch das Bild an der Wand, oder? Diese Tür. Also diese Tür würde ja das Bild berühren, das ist ja komplett der Schwachsinn. Ich weiß nicht, wofür das da ist, das gibt es auch hier. In diesem Bereich kommt man einmal zur Küche und hier kommt man einmal in das ganze Wohnzimmer. Kommen wir aber bis mal hier lang. Das ist eine Penthouse-Wohnung, also es ist im obersten Stock mit auch einer Dachterrasse oben. In einer ganz guten Lage hier in Berlin. Entsprechend ist auch die Miete scheiße teuer. Oh mein Gott, ich bin so reich, ich bin Jonas Ems. Aber es ist eine sehr, sehr offen geschnittene Wohnung, was ich sehr mag. Also wenn du mal gerade hier mit Treppe. Kann man... Die Treppe ist sau nice, Alter. Dieses Regal im Hintergrund kotzt mich jetzt schon an. Finde ich richtig hässlich, finde ich übertrieben hässlich. Geht gar nicht rein, Alter. Zero Aesthetic. Kotzt mich jetzt schon an. Sehen, die ist einfach sehr großräumig insgesamt. Es gibt hier extrem viel Licht, man kann hier extrem gut durchlüften. Was immer geil ist, wenn man solch geschnittene Decken hat, also so ein Dach, ja, dann kann man die, wie das hier so angedeutet ist, richtig geil von hier unten beleuchten. Dann hat man so einen richtig geilen indirekten Lichtschimmer. Ah, Digga, das ist mir, boah, das ist sehr normie eingerichtet. Jonas, Mann, das kannst du besser, Alter. Geh mal ein bisschen Geld für Designermöbel aus, Junge. What the fuck, Alter, du krass Klassenfahrt-Boss. Big Mac, weg mit dem, 2 Wochen. Warte mal. Hier hat man halt, yes. Ja, okay, das ist schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Bild, ja, Fernseher, ja, Couch, gar nicht meins. Farblich ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Muss ich... Ja...
Ist nicht mein Geschmack, aber schauen wir mal weiter, bevor ich hier zu voreilige Schlüsse ziehe. Der wohnungseinrichtende Boss. Das ist halt ganz normal so Wohnzimmerbereich. So, eigentlich muss ich das gar nicht so viel erklären. Ich habe hier, das habe ich letztens aufgebaut, das sind tatsächlich echte Pflanzen. Also normalerweise, wenn ich jemand, bei mir gehen immer alle Pflanzen ein und die sind schon auf einem guten Weg. Also sie sind schon kurz davor, dass sie auch eingehen, aber ich versuche sie immer aufzugießen. Also das ist so ein Schreibtischbereich für Gäste oder so. Wenn mal Gäste da sind, dann können die sich hier hinstellen. Ich habe früher gedacht, dass das hier so eine Art Kreativoase sein kann. Wenn man sich hier so hinstellt und man das Ganze sieht, sieht man das hier. Ja, so sehr grün gehalten und alles eine Classic Jackup, Digga. Dankeschön. Wollte eigentlich sagen, kauf dir davon 100 Weifel, der ist noch weniger als 1 Cent. So ist es. Weil alles grün ist, hier unten ist noch so ein Fußmassagegerät. Kann man es sehen? Mhm. Theoretisch kann man hier gut brainstormen, ein bisschen arbeiten, aber ich sitze hier nie. Es ist eher so für Gäste, glaube ich. Okay. Alle Lampen bei mir haben diese Philips Hue Glühbirnen. Das heißt, man kann immer steuern, welche Farbe die haben. Und so, das finde ich ganz cool, dass man damit so ein bisschen spielen kann. Finde ich persönlich auch ganz geil. Habe ich auch überlegt, in meinem Wohnzimmer noch zu machen. Wir haben ja hier Deckenspots und sowas überall drin, die sowieso ansteuerbar sind und so. Ich habe mich jetzt auch voll viel mit dem Thema so Smart Home und so auseinandergesetzt und hätte auch übertrieben Bock. Also keine Ahnung, ob ich jetzt langsam in das Alter komme. Ich meine, ich bin gerade umgezogen, aber ich hätte richtig Bock, so komplettes Haus durchzudesignen und sowas und das richtig, richtig krass zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich komplett mit Smart Home auszustatten. Ich habe jetzt ein Video gesehen von der What's Inside Family, Digga, die haben das Haus so geisteskrank geil ausgestattet, Mann, das ist so insane. Also macht mir mega Bock, ich bin so, keine Ahnung, so was so Smart Home Sachen angeht und so, macht mir voll Bock, irgendwie das so auszustatten. Ja, fühl ich sehr. Also hier kann man halt chillen, wenn man logischerweise einen Film guckt oder so. Ja, finde ich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt immer jemand, der es gerne sehr, sehr clean hat und so. Und das ist voll schön, so keine Frage. Ist halt IKEA Plastikpflanze, die jeder hat so. Keine Ahnung, ich mag es dann so ein bisschen, ja nicht extravaganter, aber halt ein bisschen zu basic ist mir das. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es geil, wenn Fernseher zum Beispiel an der Wand hängt. Gut, geht bei uns nicht, wir haben eine Altbauwohnung. Aber hier zum Beispiel offene Kabel und sowas triggert mich übertrieben. Ich finde, eine Wohnung muss richtig aesthetic clean sein. Nicht minimalistisch clean, aber halt wirklich sehr, sehr wenig, nicht zu viel, schön sauber und so, klare Kanten und so, bin ich voll der große Fan von. So, hier bin ich die meiste Zeit, wenn ich nicht im Arbeitszimmer bin, auch wenn ich jetzt nicht der Großseriengucker bin, aber hier ist eben ganz entspannt zum Hinsetzen und ja, einfach einen Film schauen. Mhm. So, das war's natürlich noch nicht hier. Habe ich auch gesehen, so ein Smart Home, was war das, also so Heimkino-mäßig war irgendwas? In diesem Wohnbereich, hier ist das allerbeste, das ist ein Bücherregal, falls es noch jemandem von euch da draußen was sagt. Voll geil, ein Bücherregal fühle ich sehr, werde ich auch noch in meine Wohnung reinknallen, finde ich richtig wichtig, ist nicht nur ein nices Dankeschön für den Level 2 Hype-Train an der Stelle, vielen, vielen Dank, Mann. Ist nicht nur so ein geiler Einrichtungsgegenstand, sondern einfach auch saupraktisch. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe halt dieses Kallax-Regal schon 200 Mal gesehen, so, wisst ihr, was ich meine? Und no front, also ich will Jonas jetzt hier nicht wegfronten oder so, aber es ist halt einfach nicht mein Geschmack, so, weil das gibt es halt schon so oft, wisst ihr, was ich meine? Das hat man halt schon so 400 Mal gesehen, gefühlt. Deshalb, keine Ahnung, also, ist nicht meins. Ich finde es schön, dass es beleuchtet ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für, glaube ich, 200 Euro mehr kriegt man ein viel, viel schöneres Regal, was viel, viel, viel mehr aussagt irgendwie. Wisst ihr? Da sind eine Menge Bücher drin, die ich noch nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal tun werde. Ich habe so alibimäßig habe ich das hier hingestellt, so, dass wenn man Bock hat, kann man sich ein gutes Buch einfach mal rausnehmen. Macht man nicht. Man setzt sich nicht dahin und liest das. Kann man sich hier hinschillen und einfach mal ein Buch lesen. Dass das niemals passieren wird, das wissen wir alle. Wie heißt das Buch? Schattenseite? Trotzdem, der Sessel ist da. Was war das für ein Buch? Mal gucken, was war das? Gutes Buch einfach mal raus. Jonas M. Schattenseite. Ah ja, okay, alles klar. Hi, ich habe früher Klavier gespielt, ich habe alles verlernt, aber... Same bei mir, Bro. Ich habe auch mal lange Klavier gelernt und es komplett verlernt, Alter. Das ist absolut peinlich, Mann. Jetzt gerade versuche ich wieder ein bisschen zu lernen. Ach, diesen Bereich habe ich ja vergessen. Das ist ja der allerwichtigste Bereich. Ja, das ist jetzt, soll jetzt absolut kein Weird Flex werden, aber... Boah, Digga, fühle ich gar nicht. Ich habe sowas bei mir im Büro. Ich habe meine Wohnung mit sowas gar nicht in Verbindung gebracht. Ich nehme aber auch einfach daran... Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es halt, also mir ist das jetzt hier zum Beispiel schon zu viel. Ich habe jetzt hier plötzlich ein Streaming-Setup stehen, was ich gar nicht wollte eigentlich. Aber ich glaube, das ist halt auch unterschiedlich so. Jonas ist auch ein bisschen jünger als ich. Ich finde es immer ganz geil, wenn man das voll trennt so, Awards und sowas. Ich meine, ich hab noch meine Billo-Play-Buttons, so wisst ihr, was ich meine. Von daher, Dankeschön für den Sub an der Stelle an Fabian. Dankeschön, Fabian 1807, welcome, vielen Dank. Ich habe meine Sachen alle so im Büro aufgehangen und so und das passt, aber ich würde sowas niemals in meine Wohnung reinstellen. So, ich finde sowas immer extrem scheiße und dieser Schrank hier ist wirklich leider sehr hässlich, Jonas. Und diese Blume hier sieht absolut bekotzt aus, dieser Billo-Bonsai da, Digga. Das, ja, es ist so, es ist halt so, das hier zum Beispiel auch, das ist halt auch alles Ikea und so. Ich will jetzt auch Ikea gar nicht weghaten, aber es ist alles so durchmischt und das ist so kein einheitliches Konzept, wisst ihr, was ich meine? Mann, ich höre mich an wie der letzte Wichser, der hier irgendwie die Wohnung von dir wegfrontet. Krank geil, aber man hätte mehr daraus machen können. No front.
Ich würde sagen, diese ganzen Buttons sprechen auf jeden Fall schon für sich, oder? Ja, ja, voll. Ich voll. Zum Glück hat das kein anderer in Deutschland, Alter. Zum Glück sind das ganz besondere Dinger, Digga. Gerade dabei noch ein paar neue zusammen. Oh, also, Scheiße, das der Liebe kriegen wir, glaube ich, bald einen neuen Button. Für Jonas Stream müsste bald auch noch hier einer hinkommen. Also ich hoffe, dass noch ein paar Buttons... Auch Bold Move, dass du die alle bestellt hast, Digi. Ich habe, glaube ich, für Revi Gang... Habe ich da einen Button? Ich glaube, in der Dekin. Ich habe Sascha Unsympathisch zum Beispiel. Der hat immer noch meinen 100.000er Button, Alter. Sascha Unsympathisch hat vor... Boah, ich rufe den jetzt mal ganz kurz an. Warte, ich rufe den jetzt mal ganz kurz an. Ich will ganz kurz wissen, ob der immer noch meinen Play-Button hat. Das will ich jetzt mal ganz kurz... Sekunde. Das will ich jetzt mal ganz kurz abchecken. Dann könnte den nämlich Tobi vielleicht mitnehmen, wenn der jetzt dahin fährt. Das will ich mal ganz kurz... Der hat den nämlich einfach gestohlen. Jo, Sascha, was geht? Du, schau mal, ich bin gerade am Stream, ne? Und mir ist gerade was aufgefallen. Ich gucke gerade eine Roomtour von Jonas Enzo und da hängen so richtig... Ich glaube, ich habe dich deshalb schon mal gefragt, ne? Da hängen so sau viele Play-Button an der Wand. Hast du immer noch meinen 100.000er Play-Button aus dem UFO? Sascha. Also, mein Play-Button, den hast du ja damals mitgenommen, glaube ich, ne? Sascha? Sascha, hörst du mich noch? Was sagst du? Wer ist da dran? Hier ist Revi. Sascha? Hallo? Sascha? Ah, hallo? Ja, Sascha? Ich höre ihn gerade gar nicht. Sascha, halt's Maul, natürlich hörst du mich, Alter. Boah, der Empfang ist mega schlecht. Sascha, du hast meinen Playbutton. Wenn Tobi jetzt... Perfekt. Machen wir einfach weiter. Ich werde den irgendwann mit Christian Solmecke zurückklagen. Dazu kommen. Ja. Ist auch schon so, dass ich sagen würde, dass ich menschlich mehr wert bin als andere Menschen durch diesen Button. Absolut nicht. Kommen wir in den Essbereich. Das ist das hier. Was soll ich dazu sagen? Absolut schreckliche Auswahl an Möbeln. Digga. Man kann hier halt sitzen und essen. Das hier ist eine Sache, ich hatte am Anfang eine Wohnungsbesichtigung mal gehabt, da war es überfresh, da war so ein Tablet eingebaut. Oh, geil, geil. Man konnte so die Heizung steuern, man konnte das Geil, steuern, geil, geil. Sound steuern. Würde ich so gerne haben. Ich hätte am liebsten so ein Haus, wo ich alles so, oh, Digga, So, und das kann ich alles jetzt auch selber machen. Ich habe das nur selber einfach gemacht. Ich habe hier einfach ein normales Tablet reingehangen und kann alle Sachen hier auch drüber steuern. Man kann es auch selber aufbauen, so wer Bock drauf hat. Das ist ganz cool. Das hier ist die Küche. Ich glaube, auch hier muss man nicht viel mehr zu sagen. Hier bin ich dann gerne mal und koche tatsächlich. Also ab und zu koche ich auch. Also ich bestelle sogar mit... Die Lampen sind ganz doof. Der Rest ist hässlich. Mittlerweile ziemlich selten, sondern meiste Zeit koche ich wirklich selber. Keine krassen Gerichte, aber ja. Ich glaube, es ist alles hier halt... Das sind ganz normale Küchengeräte. Der hat sogar so ein Tempergerät so für Espresso hier vorne. Hier, warte mal. Das heißt, er hat da eine Siebträgermaschine oder was? Bro, warte mal, wo war denn das jetzt hier? Das sind Gerichte, aber ja. Hier, das ist doch eine Espresso-Presse, oder? Für Kaffee, so zum Tempern. Oder bin ich dumm? Keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht. Digga, das ist alles so... Mann, mich kotzt es an, dass es alles so durcheinander ist. Mann, die Wohnung an sich ist so geil, Alter. Die könntest du so schön clean einrichten, Alter. Ist eine Obstpresse. Achso, ist eine Obstpresse. Saftpresse. Okay. Ich dachte gerade schon... Nice Kitchen Appliances, so von Bosch und sowas, alles Marke. Aber dann die Möbel. Bro, Dicker. Schade, wirklich schade. Ja, ich glaube, es ist alles hier halt, das sind ganz normale Küchengeräte. Man kennt halt, ich weiß. Ja, Küche ist auch echt eigentlich schön. Mir war es halt jetzt extrem wichtig, eine geile Küche zu haben. Ich habe jetzt halt eine Kochinsel, Leute, die liebe ich. Richtig geil. Aber Digga, die Einrichtung ist wirklich so... Ja, Mann, die Wohnung ist Millionen und die Einrichtung ist halt Tausender. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist oder Hunderter. Das ist jetzt kein Front an die Wertigkeit, aber diese Lampen halt, das sieht alles so. Das hier allein, schaut mal. So, das geht doch nicht. Gold auf Rosa, Digga. Das ist. Also, dieser Tisch, das ist farblich so, das ist alles, ey. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch überempfindlich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so Leute wie Justin oder sowas sehen das ähnlich wie ich so. Kein Plan, ich bin auch mit meiner Wohnung auch nicht hundertprozentig zufrieden, sorry. Ja, Ästhetik ist einfach nicht so da, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob ihr Küchen kennt, aber es ist halt wie bei jeder Küche. Es ist sogar das hier, muss ich echt gerade sagen, also normalerweise steht hier immer noch wirklich viel mehr Alkohol, aber es ist halt gerade die Situationszeit. Ich habe wirklich viele Abende, an denen man da alleine still irgendwie in der Ecke sitzt und ja, ein Wein. Klingt sautraurig. Trinkt oder so.
Okay, wir können gleich, können wir da vorne mal hochgehen. Auch diese Bilder hier, über so Normie-Shit-Bilder, so fucking Paris, New York, Digga. Ah, bro, keine Ahnung, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist Kunstkuratorin, so, die, das ist natürlich auch eine Sache, möchte man Geld dafür ausgeben, ja, nein, aber es gibt halt die Möglichkeit, auch für günstiges Geld von Street Artists oder sowas geile Kunst zu bekommen. So ein Kunst wertet ein Haus, ein geiles Lichtkonzept, eine Wohnung so sehr auf, Alter. Digga, hängt dir geile Kunst auf. Es ist Geschmackssache, vollkommen, vollkommen. Aber mir gefällt es persönlich gar nicht. Machen wir zum Schluss so das Highlight, schauen wir uns mal die Dachterrasse an. Also da bin ich gespannt. Da oben ist halt quasi so ein bisschen Maisonette-Baustil. Allerdings ist da oben jetzt keine Etage oder so großartig, sondern geht es einfach raus zur Dachterrasse, zeige ich euch gleich. Das hier. Was war das gerade? War das gerade... Das gerade gesehen? Bin ich besoffen jetzt so gerade so rot geblinkt? Digga, war das gerade... Brennt's hier? Ach, keine Ahnung, ist egal. Misery, dankeschön. Das möchte ich euch kurz zeigen, das ist nämlich richtige Kunst. Das hier von einem ziemlich berühmten Künstler, Initialen J und E. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich finde, es ist großartig. Ist auf jeden Fall ein Konzept, ja. Die Rahmen sind absolut hässlich, Digga, aber sonst ist es cool. Kann man für richtig viel Geld bei einer krassen Aktion versteigern. Ja. Gehen wir mal hier lang, wenn man sich das hier anguckt, also quasi ist die Wohnung ab hier in zwei Teile gespalten. Hier einmal in die Richtung, geht so in den privaten Bereich. Also hier ist halt das Schlafzimmer und das Hauptbadezimmer. Und hier in diesem Bereich geht es in den Arbeitsbereich, halt das Gästebad, so für Gäste, die hier pennen. Lustigerweise so... Boah, Digga, wenn ich diesen Teppich schon sehe. Digga, grüner Teppich. Es sieht aus wie Simon Unges Wohnung im YouTube-Haus 2013, wirklich. Fun Fact, das Gästebad ist schon mit... Dieses Bild. Das ist doppelt so groß wie mein Badezimmer damals war in einer anderen Wohnung, mein Hauptbadezimmer. Wir können ja einmal hier reinschauen gerade kurz. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Einzige, was so ein bisschen weird ist, wenn man sich hier auf die Toilette setzt, dann wird man immer von mir beobachtet. Ich kann das mal kurz zeigen. Wenn man hier sitzt und hier so chillt, dann wird man einfach immer von mir so angeguckt. Bro, wie viele Bücher hast du geschrieben? Aber wer Bock hat, hier zu lesen, kann es eben auch tun. Gehen wir weiter und zwar Richtung Arbeitszimmer. Das ist das hier. Da bitte nicht erschrecken, das ist so ein bisschen unaufgeräumt. Hier drin ist es immer ein bisschen unaufgeräumt, weil ich hier lauter Papier mal rumfliegen habe und sowas. Es ist alles übrigens gerade ein bisschen dunkler, weil es ist... Diese random Tapete. War das schon Abend, das heißt, die Sonne ist schon untergegangen. Deswegen nicht wundern, warum es vergleichsweise dunkel ist. Also mittags ist es hier viel heller drin. Also diese Tapete, die haben wir damals extra, beziehungsweise vor ein paar Monaten extra dran gemacht, die Streams, weil es einfach ein geiler Hintergrund ist so. Also das ist ja immer das, was ihr aus dem Hintergrund kennt von den Streams. Finde ich persönlich nicht schlecht, ja. Streams, Couch haben wir auch extra geholt, falls mal Gäste da sind, aber bisher waren noch nicht viele Gäste da. Diese Box ist komplett überflüssig, ich habe noch nie Musik damit gehört. Die war eigentlich auch nur als, wir hatten so ein Format ausgedacht und das ist alles irgendwie nichts draus geworden. Man kann hier sehen, wir haben das hier alles eingekleidet. Es ist nicht schön dran gemacht. Ich weiß, das schreiben auch immer Leute, ich habe das ja schon mal gefilmt und so, dass es hier alles abfällt. Ich habe das nur selber gemacht und musste das selber zurechtschneiden. Hol dir dafür einen Profi. Für sowas würde ich mir immer einen Profi holen, Real Talk. Der Kleber ist sicherlich gut, aber es ist halt Akustikschaum für eine gute Akustik. Hiervon muss ich sagen, bin ich großer Fan. Whiteboard, das ist für mich das Wichtigste zum Arbeiten. Einfach immer Notizen machen, Sachen anschreiben und so. Das hilft mir extrem. Hierzu muss man nicht viel sagen. So, es ist jetzt ein bisschen mehr streamermäßig geworden. Dass ich durch dieses Jahr das Stream Deck, zwei Monitore hatte ich vorher auch nicht. Ansonsten, hier arbeite ich halt hauptsächlich. Wallah, nicht mein Gaming-Studio. Ich will dir eine Runde Valorant gewinnen. So. Ehrlich gesagt gibt es da, glaube ich, krassere Adapts, so, was ich schon gesehen habe. Also, ich bin's, Dani, Digga. Vielen Dank für den Gift des Subs. Kuhus, danke. Das ist noch vergleichsweise low hier, wie es hier aussieht. Mhm. Gehen wir in den privaten Bereich. Wobei, das kann ich noch gerade kurz zeigen, was noch ganz praktisch. Hier, boah, hier darf man echt nicht reinfinden, hier ist mies unordentlich. Hier ist mal die Waschmaschine drin. Hier sind Haushaltsgeräte drin. So. Fände ich immer so wichtig, sowas zu verstecken. Deshalb mache ich auch noch keine Roomtour, weil mir noch ultra viele Möbel fehlen, so. Also hier fehlt noch richtig, richtig viel. Ich finde es immer so wichtig, so hässliche Sachen wie ein Staubsauger, ein Besen, eine Waschmaschine, ein Trockner. Das muss alles aus dem Sichtfeld sein. Wisst ihr, was ich meine? Eine Wohnung soll nicht aussehen wie ein Museum. Sie muss Coziness, aber gleichzeitig auch Gradlinigkeit vermitteln. Keine Ahnung, ob ich da... Vielleicht bin ich doch einfach zu sehr in meinem Film. Ich weiß es nicht. So, aber das ist so als Abstellbereich eigentlich auch sehr praktisch, dass man es auch hier hat. Dann gehen wir jetzt mal in den... Schlafzimmerbereich. Da ist die Selina, glaube ich. Ja, das sieht so aus. Akani, what the fuck, bro? What the actual fuck? I throw you on my bed now, okay? Watch this, guys. Okay, Chat, watch this. We got a flying dog in the house. It's crazy, isn't it? Nice. Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal. Guck mal, wie süß das ist. Das ist doch übersüß, oder? Das ist übersüß. Das ist übersüß, Mann. Übersüß einfach, übersüß. Gut, machen wir weiter. Nochmal, ich bin's Daniel, dankeschön für den Sub. Zimmerbereich. Also, das ist jetzt ja hier in dem Bereich geht's zum Schlafzimmer. Hier ist das Hauptbadezimmer und das hier ist das krasseste überhaupt. Das war so ein Einbauschrank, weil ich kann es mal kurz zeigen, wenn du mal kurz ins Bad gehst. Ich hoffe, hier ist auch nicht so unordentlich gerade. Ich habe den lange nicht mal aufgeräumt, aber...
Fühle ich sehr. Das ist schön sortiert, das ist beschriftet, gut gemacht. Das ist das, also als Filmemacher, das Geilste überhaupt. Es waren einfach schon diese ganzen Schubladen, waren schon eingebaut. Geil, geil. Ich kann einfach mal eine ganze Objektive reinmachen, Akkus, alles Mögliche. Eigentlich so für so Manschettenknopf und sowas wahrscheinlich gedacht, für Anzüge oder sowas, aber baba. Sieht gerade mega chaotisch aus, aber es ist so ultra praktisch. Also ich habe ja mein ganzes Filmequipment, ganzen Gimbals, Stative, steht alles da drin so. Es ist echt ultra praktisch. Wo wir schon beim Bad sind, können wir direkt hier drin bleiben. Das hier ist das Hauptbadezimmer. Auch hier muss man nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Natürliches Licht kommt von oben rein, also oben sind Fenster. Ich muss sowas echt gerade dunkel, weil ich glaube, es wird gleich gewittern. Also es ist echt ultra dunkel gerade draußen geworden. Ja, hier ist eine Badewanne, die ist sogar relativ groß, ist recht entspannend. Was ich nice. Ich ganz cool finde, das sind halt diese Regenduschen, die ist auch drüben. In meiner alten Wohnung musste ich immer in der Badewanne duschen, was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber mein Traum war es immer. Ist saugeil, finde ich, fühle ich sehr. Dusche im Badezimmer. Badezimmer muss immer top aussehen. Bei mir ist wirklich so, ich brauche tatsächlich kein geisteskrank großes Schlafzimmer. So, ich habe hier kein riesiges Schlafzimmer. Mein anderes Schlafzimmer war wirklich riesig, riesig groß. So. Und ich habe mich sogar, für mich persönlich, habe ich mich sogar nochmal verkleinert. Also die Wohnung an sich ist größer, aber ich wohne hier mit meinem Bro und einem Homie zusammen. Dementsprechend habe ich mich sogar für mich persönlich, für meinen eigenen Space verkleinert. Und ich könnte mir auch, das ist jetzt auch wieder No Flex an der Stelle, ich könnte mir eine riesige Wohnung alleine in Köln holen, wenn ich will. Keine Ahnung, kann ich mir ein riesiges Penthouse irgendwo holen, aber ich wollte erstmal in einem bestimmten Radius wohnen, weil hier super viele Freunde bei mir sind. Dann wollte ich halt tatsächlich zeitgleich eine Wohnung haben, die im besten Fall einen Garten oder sowas hat. Das haben wir hier tatsächlich auch. Dann ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte halt eine geile Küche und ein geiles Bad. Und das haben wir halt hier. Wir haben eine Küche, die ist wirklich top-notch mit Kochinseln und Dunstabzugshaube drüber und geilen Geräten drin. Dazu dann noch tatsächlich zwei geile Bäder und so, einen richtig schönen Essbereich vorne. Mein Schlafzimmer hier, bin ich ehrlich, ist 16, 17 Quadratmeter groß vielleicht. Und wenn das hier fertig ausgebaut ist, dann wird das eh nochmal anders aussehen. Dann kommt nochmal ein großes Regal und sowas hin. Das ist alles noch nicht ready. Aber ja, mir ging es halt darum, dass ich halt einen geilen Gäste- und Community-Bereich habe. Also quasi für vorne halt für Gäste und so, dass ich da halt dass es halt alles sehr schön ist und so. Und ich habe auch keine krasse Dachterrasse mehr, aber dafür halt eine riesige Terrasse hinten raus und so bla 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 bla. Bin damit trotzdem echt ziemlich happy, Mann. Und ja, weiß ich nicht, deshalb, kann ich auch nicht. Ich bin zufrieden so, es ist noch nicht alles fertig so, hier ist echt nur eine Menge Müll und so, aber ja, alles mit der Zeit, ne? Auf jeden Fall kommt davon auch eine Roomtour. Wie in Hotels irgendwann mal so eine Dusche zu haben, wo man reingehen kann und man hat nicht so irgendwo, wo man so draufsteigen muss und es kommt direkt oben drunter, wie halt bei einer Regendusche. So, ich finde es voll nice, also ich genieße es sehr, aber man braucht es nicht, also es ist natürlich nicht wichtig. Dann kommt man zum Schlafzimmer. Es ist leider ultra dunkel hier, ich weiß auch nicht genau. Auch hier kann man sehen, so... Bruder, das sieht alles so nach 16-, 17-Jähriger aus. Ich weiß nicht, Die ganzen Lichtsachen finde ich immer total cool, dass man das entsprechend ausleuchten kann. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sagen würde, das hat einen gewissen Vibe. So, das Bild machen wir weg, aber Spiegel-X-Lampe plus Ambilight hier im Hintergrund vom Bett, das gibt ein Gesamtbild. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mit den verschiedenen so LEDs und so hinterm Bett, das ist eigentlich ganz nice. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr selten hier drin. Ab und zu drehe ich ja von hier drin auch meine Videos, weil auch die Akustik eigentlich relativ gut hier drin ist. Der Schrank, Junge. Digga. Jonas. Nimm 20.000 Euro in die Hand und wir machen die Wohnung geil. Real Talk. Achso. Und du hast diese 20.000. Ich weiß, was Joint zahlt. Hier habe ich jetzt einen echt ziemlich großen Schrank für Klamotten. So. Wie gesagt, ursprünglich, also einige Sachen hier, wie zum Beispiel dieser große Schrank, war für zwei Personen vorgesehen. Vielleicht kommt hier irgendwann nochmal eine Person nach, so, weiß man ja nicht. Aber aktuell kann ich das alles alleine. Selina so dabei, so, bro, bro. Nutzen. Aber ich habe gar nicht so viel Klamotten, also kann damit gar nicht so viel anfangen. Das dazu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hoch zur Dachterrasse. So, dafür muss man jetzt hier einmal die Treppe hochgehen. Ich mache das gerade mal so vlogmäßig, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt sehen kann. Dann kommt man hier oben hoch. Hier hat man auch nochmal einen schönen Ausblick. Hier kann man nochmal runtergucken auf die Wohnung, wenn man... Geil. Aber nein. Die Einrichtung, ja, wie gesagt. Lust dazu hat. Ja, offen gesagt hänge ich hier oben ziemlich oft meine Wäsche einfach auf. Deswegen steht das hier und das ganze Zeug. Boah, das Unästhetischste, was es gibt, ist ja wohl ein Wäschereck oder so ein Ding. Das ist ja geisteskrank, stimmt. Das ist noch, weil ich gerade bei der Dachterrasse umbaue. Es kommt jetzt demnächst ein Video online, wo Selina und ich zusammen was aufgebaut haben. Und zwar, das muss ich euch kurz zeigen, wenn wir einmal rausfilmen. Ja, wenn die Sonne scheint. Oh, Bro, dieser Whirlpool. Ist halt hier übernice oben, so muss man halt sagen. Ach genau, das habe ich eben noch gesagt. Selina und ich bauen nämlich etwas auf oder haben das schon geschafft. Das kann ich euch jetzt gerade schon mal zeigen. Und zwar steht das hier drüben. Und es ist übernice, also es ist wirklich... Bin ich auch am Überlegen, die Möglichkeit hätte ich theoretisch auch. Ich habe sogar überlegt, mir einen fest installierten Whirlpool zu holen. Es ist super unnötig und man wird ihn wahrscheinlich niemals benutzen, aber es ist nice to have, so wisst ihr. Richtig cool und es war nicht mehr so teuer. Wir machen dazu ein ganzes Video, wie Selina und ich das zusammen aufbauen, aber ich will es euch kurz mal zeigen. Guck mal Leute,
Wie nice ist das bitte so? Es ist, ich weiß, es ist zwar nur Plastik und kein harter Stoff, aber es ist trotzdem, es ist mies entspannt. Also wir haben den gestern erst aufgebaut, es ist überentspannt da drin. Das ist gerade eine Wassertemperatur von 39 Grad, also extrem nice. Hier wird halt überall noch vernünftiges Gemüse angepflanzt und so. Man kann sich hinschillen. Also die Dachterrasse ist schon extrem nice, gerade für Sommer so. Also macht extrem Bock. Das ist so die gesamte Wohnung. Ich weiß nicht genau, wie es durch die Kamera rüberkam oder so, aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt so. Ich sag's euch so, ich glaube, meine Roomtour wird sicherlich noch 3-4 Monate auf sich warten lassen. Bis ich hier alles so weit habe, dass ich sage, jetzt bin ich soweit set. Allein wegen dem Garten hinten und so. Brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Wenn ich damals alleine Single gewesen wäre und eine Wohnung gesucht hätte, wäre ich hier niemals eingezogen so. Also es ist viel zu groß und auch alleine viel zu teuer eigentlich. Das Problem ist nur, jetzt wieder umziehen. Das Coole ist, ich habe hier direkt einen Gym, ich habe hier direkt zwei Einkaufsläden. Hier wohnen einige Freunde von mir in der Nähe. Ja, fühle ich. Ist eine super gute Lage. Unsere Firma ist hier direkt um die Ecke. Es ist halt einfach perfekt so. Solange es noch läuft, muss man sagen, geht's auch. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann die nächsten Jahre zieht er ja irgendwer mal noch hin. Ja, mal schauen. Ich würde gerne bewerben. Ich packe euch die E-Mail unten in die Beschreibung. Diese arme Selina, Alter. Wenn da was bei den beiden läuft. Das war die Roomtour. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Die nächsten Tage kommen noch... Sehr, sehr interessant, Digga. Warlock, was geht, Alter? Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Nicht schlecht, Digga. Jonas, ich bin mal gespannt. Da lässt sich auf jeden Fall noch einiges rausholen, Alter. Melde dich definitiv, wenn du Bock drauf hast, Junge. Da kann man auf jeden Fall einiges machen. Das, ist tatsächlich so. Ich glaube, da müsstet ihr eigentlich mal Justin in die Wohnung holen. Justin auf jeden Fall generell ein sehr geschmacksvoller Mensch, der auf jeden Fall da einen Plan von hat. Aber ja, einrichtungsmäßig würde ich mich auch anbieten.